Und willkommen zurück bei Let's Play Evoland, dem Rollenspiel, wo es um die Evolution der Rollenspiele geht. Genau, wir sind hier immer noch in den Noria-Minen, die ganz zufällig vielleicht vom Namen an Noria-Minen erinnern. Jetzt haben wir gerade freigeschaltet, links oder rechts. Eins ist eine gefährliche Wahl. Vermutlich treffen wir eh die falsche. Oh. Vielleicht ist das aber auch die nicht gefährliche Wahl. Ich meine, wer weiß, was bei uns beim anderen erwartet. Auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Skelette, die wir nicht unbedingt so toll finden, weil sie uns doch immer ziemlich viel Lebensenergie kosten. So. Dann nehmen wir die andere Wahl. Puh, okay, das hat schon mal geklappt. So geht das hier vorne nicht auf. Ich denke, wir kommen ja teilweise noch ein zweites Mal lang. Wirbelwind, ein sanfter Wind wird euch zur nächsten Falle führen. Und dann sieht man auch gleich, um es nochmal kurz zu zeigen. Und es geht einen kleinen Schritt zurück. So, das heißt, wir müssen jetzt hier warten. Wind ist vorbei. Na, also. Geschaltet. Merkt euch das Geräusch, wenn eure Lebenspunkte zur Neige gehen, sorgt das Spiel dafür, dass ihr es merkt. Game Over, Drückaktion, um zum Titelbildschirm zurückzukommen. Wunderbar. Und dann können wir wieder auf Fortfahren klicken. Und das Spiel hat hoffentlich hier hinten am Anfang der Noria-Minen uns gespeichert. Gut. Hier machen wir einen klitzekleinen Schnitt, weil das wollt ihr sicher. Oh. 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 Das war vorher noch nicht freigeschaltet, oder? War das schon freigeschaltet? Ihr habt 10 versteckte Sterne gefunden. Dann geht's hier natürlich weiter. Aber das heißt, das ist Absicht, dass man stirbt? Echt? Ah, da vorne ist wieder unser Freund der Zauberer. Der ja nicht allzu viel aushält. Wie wir wissen. Hier oben haben wir schon alles gemacht. Gibt es hier jetzt irgendwas Neues? Nee. Das heißt, es sollte an sich jetzt. Tut mir leid, es gibt jetzt hier 1-2 Minuten lang sozusagen eine kleine Wiederholung. Hier vorne können wir immer noch nichts machen. Das wurmt mich. Das wurmt mich. Und da haben wir das Skelett. Und das nächste Skelett. Nicht? Okay. Genau, das ist jetzt hier alles freigeschaltet, das heißt, das können wir jetzt alles recht schnell durchgehen. Ich frage mich natürlich, oh, da unten ist der Zauberer irgendwo. Na, wir gehen mal in seinen Raum. So, einmal erwischt. Zweimal erwischt. Ist er. Ich frage mich jetzt wirklich noch, war da hinten dieser eine Stern? Hatten wir den vorhin schon geholt oder nicht? Weil sonst ist ja sozusagen hier alles, was wir freigeschaltet haben, so an Türen und sowas, bisher auch offen gewesen. Da oben seht ihr auch, die Tür ist offen. Da können wir rein, dann kommt hier ein Skelett. Was diesmal irgendwie recht einfach ging. Auch das ging noch. Hier vorne haben wir ja alles schon wieder gemacht. Laufen wir hier weiter. Die Falle ist schon, war schon ausgelöst. Das heißt, wir sind jetzt wieder hier hinten, wo wir ja diesen Rocker sozusagen in den Abgrund schubsen können. Und dann sehen wir da unten noch ein wunderbares Herz. Springen wir natürlich nicht nach. Wir sind zwar ja manchmal etwas lebensmüde, aber nicht so. Ich frage mich jetzt wirklich, wie kommen wir denn da vorbei? 1, 2, 3. Gut. 1, 2, 3. Okay, man hätte einfach nur vorhin mitzählen müssen. 1, 2, 3. Na, und da hat übrigens eine neue Sache gesehen. Okay, hier gibt es 2 Zauberer in dem Raum.
Zauber Nummer 1 einmal, also ein Zauber zumindest schon mal einmal erwischt. Wenn wir hier nochmal ein bisschen näher kommen. Wir haben ein Herz. Was? Ja. Hm. Okay, der erste Zauberer ist wahrscheinlich tot. Mal eine kurze Kiste. Lichträtsel. Echte Abenteurer müssen stark und schlau sein. Na gut, das Lichträtsel interessiert uns jetzt natürlich erstmal noch nicht so wirklich. So, zweiter Zauberer ist tot. Und wir müssen jetzt hier irgendwas mit einem Lichträtsel machen. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie ablaufen. Wir dürfen das, ja, ablaufen. Wir dürfen das Ganze scheinbar nur einmal betreten. Und vermutlich müssen wir einmal alles ablaufen. Lalalala. Dann machen wir doch eben so. Und? Ha! Wir waren erfolgreich. Man glaubt es nicht. Hier unten war nichts. Nee, unten war nichts mehr. Haben wir vorhin wieder zwei unserer Fledermaus. Freunde ist zu viel gesagt. Hier vorne sind auf dem Boden Stachel. Ich zeig das mal eben. Nicht gesund. Ne? Kiste. Und ein Schlüssel. Rate mal wofür. Ich weiß es schon. Vermutlich habt ihr es auch gesehen. Da oben werden wir ihn gleich brauchen. Ja. Das war jetzt ja nochmal vertretbar, das Rätsel. Und ein Fledermaus, ein Speicherpunkt. Erstmal wieder gespeichert. Und was gibt's diesmal? Lava, die haben wir freigeschaltet. Die verwandelt sich in keinen Obsidian. Ich zeige einfach mal, was passiert, wenn man reinläuft. Oh, schade. Genau. Ja, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Wir haben ja direkt vorgespeichert. Von daher ist das eher unproblematisch. Gut, wie gesagt, die Lava sollten wir nicht springen. Gehört zu so einem Spiel aber natürlich dazu, Lava. Und ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache, sagt uns alte Tan, passt auf, wo ihr hintretet. Ja, jetzt sehen wir auch warum. Na, man sieht ja doch irgendwie so kaputtbar aus, Menno. Will Wände kaputt machen. Oh, ja. Ja, manchmal wird einem das dann doch recht kurzfristig, würde ich sagen, angezeigt. So. Beziehungsweise wir sind einfach zu schnell durchgegangen. Finde ich aber sehr schön. Also wirklich. Hätte sein können, dass es da irgendwie weitergeht. Tut es nicht. Ich glaube, hier sieht man wirklich schlecht. Jetzt gibt es diesmal automatisch feuern. Gutes Timing ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, schön, dass ich automatisch feuern kann. Ich will einmal ganz kurz gucken. Ne, hier hinten gibt es scheinbar nichts. Ah! Habt ihr es gesehen? Geheimgang. Und die Karte Spinne freigeschaltet. Wie gesagt, wir wissen immer noch nicht genau, was dieses Spiel Doppelspinning ist. Das gucken wir uns jetzt aber auch erst frühestens, denke ich mal, an, wenn wir mit dem Spiel auch durch sind. Wir wissen, die Feuerbälle sollten uns nicht treffen. Weil das ist uns ungesund. Ah. Schön. Es wäre ja auch zu leicht, wenn man einfach nur hier die Feuerbälle durchgehen müsste. Deswegen haben sie es noch etwas schwieriger gemacht. So, es passiert wieder was. Sachen gehen dicht. Fledermaus. Skelette. Zauberer. Alles in einem Raum. Okay, immerhin schon mal das erste Skelett weg. Erster Zauberer weg. Zweiter Zauberer weg. Nächstes Skelett. Einmal angehauen. Auch weg. Und erstmal kurz hier einmal in Ruhe jetzt umgucken. Okay, da oben ist noch ein Skelett. Das kriegen wir dann aber auch noch hin. Wie gesagt, wir haben jetzt ja... Na, bleib. Oh, stopp doch, du Scheißviech. So, geht doch. Fledermaus. Fledermaus, du siehst so einsam aus. Damit haben wir wohl alle Gegner getötet und...
Ich habe mal eine ganz dumme Frage. Ging es da vorne nicht zum Eingang? Da fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen. Entschuldigen Sie, ich fühle mich leicht verarscht. Vielleicht. Weil am Eingang gab es auch so ein Ding, das genauso aussah. Gehen wir erstmal nach hier hinten, gibt es noch eine ganz große Schatztruhe. Und aus der kriegen wir. Bosstürschlüssel, seid ihr zum Kampf bereit? Ah, ja, da sind wir. Wir sind sowas von bereit. So, und da sind wir wieder zurück. Wieder mal ein klitzekleines technisches Problem gehabt. Und es geht diesmal zum Bossraum weiter noch. Da haben wir gerade eben den Schlüssel für bekommen. Und deswegen wandern wir hier. Oh, muss man zeigen, ne? Der Anfang, wir erinnern uns noch ganz düster. Wandern wir diesmal durch. Wir warten eigentlich immer noch drauf, dass wir irgendwann mal die Möglichkeit finden, irgendwie schneller zu laufen, weil. Ne, die hier. Die sehe ich. Da sind sicherlich immer Extras hinter. Okay, bevor es hier im Bossraum geht. Das war ein Unfall. Ihr habt 20 Töpfe zerbrochen. Auch das kann man schaffen. Und die Macht des Bösen vor uns ist stark. Hoffentlich ist es nicht noch ein furchtbares Monster. Vielleicht ist es diesmal ja niedlich. Ich glaube nicht, alte Tant. Alte Tant, da kommt etwas. Das sieht irgendwie nach unserem... Hier kommt ihr nicht vorbei. Oder, hey, du kommst hier nicht vorbei. Da bin ich mal gespannt. Alte Tant, hey, der sieht aus wie ihr Bacon. Ja. Ist das ein echter Feind oder bloß ein Schatten? Und was auch immer sein mag, wir haben keine andere Wahl, als es zu bekämpfen. Oh, krass, ich hätte auch gern so ein geiles Feuerding. So, jetzt macht er wieder hier. Whoop. Schade. Ich frage mich gerade noch, wie ich da rankommen soll. Ah. Genau, da hat er es geschafft, in eine Wand zu hüpfen. Und alte Tante hat uns was gesagt. Ich habe es nur leider nicht so ganz verstanden. Ja, das war jetzt natürlich nicht ganz so gut. So, damit hat er nur noch, wie heißt das so schön, einen. Oh. Müssen jetzt aber auch eben aufpassen. Er hat nur noch einen. Haben wir ihn da gerade nicht getroffen? Das war natürlich richtig dumm. Und ich glaube, wir haben uns besiegt. Ja, wunderbar. Wir haben unseren eigenen Schatten besiegt. Der Mann, der seinen eigenen Schatten besiegt hat. So können wir uns nennen. Ich nehme mal eben kurz. Ich hoffe mal eben, dass ich hier... Ja, es tut mir echt leid, gerade für das Gepiepse. Echt. Ich versuche hier auch eben schnell irgendwo ein Herz zu finden. Ganz wirklich. Was lernen wir denn? Ah, da hört das Piepsen auf. Legendärer Schwert. Sieht schwer, aber dafür sehr cool aus. Erinnert euch an einen alten Helden. Ja, das sieht jetzt auch, finde ich, wieder irgendwie nach Final Fantasy aus. Ich spüre frische Luft von draußen. Ich glaube, wir haben den Ausgang der Noriamina erreicht. Schnell zu meinem Dorf. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Ja, ich würde gerne irgendwo ein Lebensteil finden. Echt. Mal kurz hier einmal gucken. Ah, hier ist sonst gar nichts. 3D-Kämpfe. Halte durch, bis die vierte Dimension eintritt. Und wir haben 3D-Kämpfe. Bacon und Alte Tant gegen Zumba Atween. Wir gehen, würde ich sagen, zuerst mal auf die Kleinen. Das klingt auch mal gut. Dann mal erstmal auf die kleinen Griff. Ja. Und dann geht's nochmal auf den nächsten kleinen. Und alte Tant heilt uns wieder. Und wir greifen an Atween, scheinbar. Ich muss dazu geben, solche Spiele, ja, ich meine, die sind zwar auch schön und so, aber.
dieses Compass ist nicht so unbedingt mein All-Time-Favorite. 18 EP, 400 Bliss. Wunderbar. Ja, hier oben können wir weiterhin schön durch den Wald laufen. Und wir haben neue Gegner, wie hier Apyda. Ja, und wie wir sehen, die Gegner, die hauen momentan auch richtig gut drauf. Wo hatten die Fräulein ihr Dörfchen? Ich glaube, das Ding mal an. Ja, leider töte ich es ja sofort. Muss man irgendwo jetzt hier, zack. Kann ich so gar nicht benutzen, ne? Das kann jetzt heiter werden. Gut, sie gehen vor allem auf mich, die kleinen Wichter. Oh je, ja, alte Tante. Ist einfach mal Gegenstände, Trank. Ah, schön, ich kann Trank nicht auf alte Tante anwenden, dann brauchen wir das auch gar nicht machen. So, Magie, sie heilt uns. Schön aus. Das ist halt auch irgendwie der Nachteil, wir greifen halt immer vor alte Tante an. Das ist da halt. Ja, wäre schön, wenn man das vielleicht ändern könnte ab und zu. So. Mal ruf da. Angreifen. Mal ruf da. Okay, der hält noch was aus. Einerseits schlecht, andererseits. Habe ich das Gefühl, dass wir wieder mal halbwegs geheilt sind. Und ja, war. Ah, Level 6, Verteidigung wurde uns erhöht und alte Tante hat mehr Magie, wir gucken mal eben rein. Jo, 27, 27, 27. Und ja, wir suchen jetzt, da unten scheint das Dorf zu sein. Aber vorher kommt natürlich noch ein Kampf. Wir haben einen Wald als Hintergrund, obwohl wir jetzt ja eigentlich schon in der Wüste standen. Ja. Gut, also ich denke, diesen Kampf machen wir noch, dann geht es eben noch ins Dorf rein. Bevor wir dann auch wahrscheinlich die Episode wieder wenden, die schon ein Tick wieder länger ist. So, Magie. Schub die Bock. So, jetzt sehen wir momentan schon mal wieder halbwegs gut aus. Ja, jetzt schon nicht mal mehr. Also schon, aber wir heilen uns einfach mal wirklich komplett hoch, soweit es geht. So, heilen, heilen. Volles Leben hatten wir schon lange nicht mehr. Haben wir auch schon gar nicht mehr. Und 18 EP, 400 Bliss und davon ist ein Dorf. Freigeschaltet, vorgerenderte Hintergründe, eine neue, viel detailliertere Art der Darstellung. Wir sind jetzt im Dorf. Endlich sind wir zurück. Hoffentlich geht es allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um uns zu retten? Das werden wir in der nächsten Episode erfahren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sag bis dann. Tschüss.